Wie konntest du das nur tun? Wieso hast du ihn entkommen lassen? Was regst du dich so auf? Wir haben den Unschuldigen doch gerettet. Sie versteht es nicht. Erklär du es ihr. Phoebe. Die Dinge liegen nicht mehr so wie früher. Gut gegen Böse, begreif das doch. Ich kann jetzt nicht mehr so einfach losziehen und Dämonen umbringen. Aber du hast doch erst gestern zwei von ihnen ausgelöscht. Das war etwas anderes. Die sind mir auf die Nerven gegangen. Ich habe Cole versprochen, keinen Dämon mehr zu töten. Ja, und deshalb habe ich Malik am Leben gelassen. Malik? Du und die Dämonen, ihr seid schon beim Vornamen? Du hättest uns dafür doch gar nicht gebraucht. Wieso bist du zu uns gekommen, Phoebe? Weil ich euch vermisse, ganz einfach. Ist das denn so schwer zu verstehen? Ja, ihr habt mir gefehlt. Aber Phoebe, du bist die Frau unseres größten Feindes. Du kannst doch nicht einfach hin und her switchen. Wieso nicht? Ich bin die gleiche geblieben, das seht ihr doch wohl. Und ihr vermisst mich auch, das weiß ich. Auch wenn Piper das selbst unter Folter nicht zugeben würde. Klar vermissen wir dich. Also ihr könnt mich wiederhaben. Ihr könnt die Macht der drei wiederhaben. Alles, wenn ihr mir nur ein bisschen entgegenkommt. Phoebe, du kannst keine Dämonen retten und gleichzeitig die Unschuldigen beschützen. Das funktioniert einfach nicht. Aber es hat gerade funktioniert. Er lebt doch, oder? Ja, aber dein Freund Malik kommt wieder. Das weißt du nicht. Weil das immer so ist, Phoebe. Sie geben nicht auf. Sie weichen zurück und kommen wieder. Ja, und deshalb müssen wir den Unschuldigen beschützen, obwohl du unsere Hilfe viel eher brauchst. Ich? Wieso das denn? Na, warum denn wohl? Das Baby hat dich schon korrumpiert, und zwar mehr, als du denkst. Piper... Ich will überhaupt nichts mehr hören. Was du dir da vorstellst, ist verrückt. Es ist ganz einfach verrückt. Du kannst nicht zurückkommen. Du kannst nicht wieder mit uns gemeinsam arbeiten, solange du mit der Quelle zusammen bist. Was willst du von mir? Soll ich meinen Mann verlassen? Ja! Das ist nicht fair! Nein, es ist nicht fair, aber du musst dich für eine Seite entscheiden, gut oder böse. Anders geht's nicht. Du kannst nicht alles haben, Phoebe. Du musst dich entscheiden. Wenn ihr so darüber denkt, hat es wohl keinen Zweck. Ich kann das nicht. Was ist mit Greg? Oh nein, nicht schon wieder.